Allgute und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Hörbuchserie zu Harry Potter Fanfiction, Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Diese Fanfiction wurde von John Xizor auf fanfiction.net veröffentlicht und ist sein geistiges Eigentum, basierend auf dem geistigen Eigentum von J.K. Rowling. Ich erhebe keinerlei Ansprüche. Diese Fanfiction spielt nach dem sechsten Buch und stellt einen veränderten Ablauf der Ereignisse dar. Kapitel 160 Der ewige See Dritter Teil. Es stellte sich schnell heraus, dass mit der im Buch behandelten Seele nicht nur sämtliche Gefühlsregungen gemeint waren, sondern tatsächlich die Seele als nicht philosophisch gemeinter Bestandteil eines Körpers. Die Seele war nach Auffassung der damaligen Heiler als separates Element eines Menschen zu betrachten und Hermine konnte dem nur zustimmen, besonders wenn sie sich alles, was sie jemals über Dementoren und deren Küssen in Erfahrung hatte bringen können, ins Gedächtnis zurückrief. Nach dem ersten Kapitel, das die Seele behandelte, wollte Harry doch noch etwas zu trinken haben, denn obwohl Hermine gelesen hatte, war sein Mund ganz trocken geworden, wofür er das Thema verantwortlich machte. Er gab offen zu, dass er dem Stoff nicht immer folgen konnte, doch Hermine war nicht böse, wenn er zwischendurch sporadisch Fragen gestellt hatte, wie auch diese. Heißt das, man hat früher bestimmte Krankheiten ausschließlich der Seele zugeschrieben und andere nur dem Körper? Ja, macht man ja heute nicht anders. In der Muggelwelt gibt es jede Menge psychosomatische Erkrankungen, deren Ursache nicht körperlich sind und auch in diesem Sinne ist man häufig ratlos, wie so eine Krankheit zu behandeln ist. Aber die Muggel schnippeln einem nicht einfach in der Seele herum? Wie sollten sie auch? Das ist offensichtlich nur mit Magie machbar und es ist gut, dass die Muggel keinerlei Möglichkeit haben, eine Seele auf diese Weise, wie sie hier beschrieben steht, zu behandeln. Es reicht, dass es damals wie heute noch Medikamente gibt, die manchmal fragwürdige Resultate erzielen, aber sie wirken auf das Gehirn ein, nicht auf die Seele. Man ist bei solchen Medikamenten zum Glück sehr vorsichtig. Heute entscheiden die Ärzte sehr überlegt, besonders was die Behandlung von Kindern betrifft. Dann wissen Muggelärzte von der Seele? Das ist ein schwieriges Thema, Harry. Man weiß ja in der Muggelwelt allgemein nicht sehr viel über die Seele. Nicht mal alles über den Körper. Sonst wäre man längst in der Lage, alle Krankheiten zu heilen oder wenigstens zu verstehen. Zumindest gibt es bei den Muggeln harmlose, aber hilfreiche Therapieformen für Erkrankungen der Seele. Zum Beispiel einfache Gespräche. Erklärte sie. Vielleicht sollte man bei Severus einfach eine Muggeltherapie anwenden. Die Idee fand Hermine zwar nicht schlecht, aber auch für nicht durchführbar, denn sie hielt dagegen. Was glaubst du, was ich bei Severus seit Monaten versuche? Ich versuche, ihn zum Reden zu bewegen. Wenn du möchtest, sie grinste, kannst du gerne probieren, eine Gesprächstherapie mit ihm zu beginnen. Auf das Resultat freue ich mich jetzt schon. Okay, ich hab's verstanden, sagte Harry ein wenig betrübt klingend. Vielleicht wären offene Gespräche die einfachste Methode, um Severus zu helfen, doch der würde nicht dazu zu überreden sein. Aber ich bin der Überzeugung, dass es bei Severus sowieso nichts helfen würde. Seine Seele ist ja nicht erkrankt, es ist einfach... Ihre Stimme wurde leiser. Nicht mehr vollständig. Einfach ist gut, sagte er seufzend. Lesen wir einfach weiter. Nach Kapitel 11 musste Harry um eine längere Pause bitten, damit sein Verstand dem Inhalt des Buches noch folgen konnte. Gerade wollte Harry dazu ansetzen, ein wenig den Inhalt des Gelesenen mit eigenen Worten wiederzugeben, um zu sehen, ob er alles richtig verstanden hatte, da klopfte es. Beide blickten sich mit weit aufgerissenen Augen an, bevor Hermine sich zusammenriss und laut hereinrief.
Es war nicht Severus gewesen, sondern Remus, der beim Anblick der beiden erleichtert ausatmete. Remus, es ist schön, dass du doch gekommen bist, sagte Hermine erfreut. Mit einem halbseitigen Lächeln, denn ganz wohl fühlte er sich bei der Sache nicht, erwiderte Remus. Ich habe dir gesagt, dass ich dir helfen werde, Hermine. Es ist nur... Ich weiß, es geht mittlerweile an die Substanz, warf sie ernst ein, woraufhin Remus zustimmend nickte. Er hatte es sich neben Harry gemütlich gemacht, bevor er erklärte. Es wäre leichter zu ertragen, zu wissen, dass Severus einfach so ist, wie er ist. Aber der Grund dafür... Remus atmete einmal tief durch. Hermine... Er blickte sie an. Du hattest mir bereits ein paar Dinge erzählt, aber eins möchte ich wirklich wissen. Sind das nur Vermutungen, die du aufgestellt hast? Ich befürchte nicht, Remus. Nicht nach dem, was Severus mir gesagt hat. Man konnte Remus ansehen, dass er nachdachte, und beide wollten seine Gedankengänge nicht unterbrechen. Harry schenkte sich selbst noch etwas Kürbissaft ein, um Remus ein wenig Zeit zu geben, und der hatte sich auch bald wieder gesammelt. Bisher weiß ich, wenn ich das mal kurz zusammenfassen darf, dass Severus Augenfarbe sich manchmal verändert. Meist in eurer Nähe, einmal sogar in meiner Anwesenheit. Harry und Hermine nickten, sodass Remus weiter ausführte. Und da hat Harry damals mit einem mysteriösen Hinweis auf etwas aufmerksam gemacht, das vor etwa 20 Jahren geschehen sein soll. Harry nickte erneut. Gut, sagt Remus, bevor er kurz in sich ging. Albus weiß nach Hermines Aussage genau, was damals geschehen sein soll, aber er hält den Mund. Korrekt, warf sie beängstigend und verärgert ein. Du hast mir erzählt, dass Severus zu allem Übel wahrscheinlich auch noch depressiv ist. Hermine nickte Remus zu und versicherte. Das kriege ich schon in den Griff. Keine Sorge. Was ich dank Harrys Denkarium mit eigenen Augen sehen konnte, war seine gestörte Magie. Wenn ich ehrlich bin... Remus blickte sie an. Dann konnte ich schon nichts mit diesen Informationen anfangen, als du mir davon erzählt hast. Und jetzt sieht es nicht anders aus. Du hast neulich gesagt, dass Severus sehr deutlich geworden wäre. Dass er gesagt hätte, er hätte mit dem Unbekannten gespielt. Du glaubst fest, dass es dieses Buch war, mit dem er sich befasst hatte? Ja, eindeutig. Er muss innerhalb von 7 Wochen irgendetwas ausgebrütet haben, worum wir uns jetzt kümmern müssen, sagte sie selbstsicher. Aber du sagtest, warf Harry ein, dass es keine Heilung gibt, wenn man diesen Trank, er zeigte auf das Buch in seinem Schoß, eingenommen haben sollte. Wenn dein Arm gebrochen wäre, begann Hermine, und er musste sofort an sein zweites Schuljahr denken. Und Skelewax nicht helfen würde, dann versucht man es eben mit Gips. Weil er sie irritiert anschaute, erklärte sie. Es gibt immer andere Möglichkeiten als nur eine einzige, auch wenn es länger dauern sollte. Und was hast du vor? Wollte Harry neugierig wissen. Das Problem ist, machte sie klar, dass ich zu wenig weiß. Man weiß allgemein viel zu wenig über die Seele an sich. Aber ich habe auch keine Ahnung, ob Severus den Trank verändert hat oder was genau geschehen ist, als er ihn genommen hat. Remus hatte genau zugehört und fragte. Du bist dir hundertprozentig sicher, dass er diesen Trank hier gebraut und genommen hat? Sie zögerte, denn Beweise hatte sie nicht. Es muss so sein. Denn es passt alles zusammen. Er sagte, er wäre mit Dingen in Berührung gekommen, die unwiderruflich Verderben bringen. Dinge, die auf seine Seele eingewirkt haben. Er selbst glaubt nicht an eine Heilung, aber er setzt auf mich. Das weiß ich. Es kann nur das hier gemeint sein. Sie hob das Buch einmal an. Ich bin mir sicher, nicht hundertprozentig, aber sicher genug, um damit weiterzumachen. Was schwierig werden wird, warf Remus ein. Wie meinst du das? Wollte Harry wissen, als er zu seinem Kürbissaft griff. Wie ich das meine? Das ist ein unerforschtes Gebiet. Severus selbst scheint nicht gewusst zu haben, was er da überhaupt getan hat. Man kann nur spekulieren und Theorien anstellen, denn Experimente in dieser Hinsicht sind wohl kaum möglich. Hermine stimmte ihm zu. Das ist es auch, was ich tun werde. Ich werde alles theoretisch durchgehen und nach einer Lösung suchen. Bei dem Gegengift für Schlafes Bruder haben wir es ja nicht anders gemacht.
Sie seufzte entmutigt. Ich muss wissen, was genau er getan hat, wie er den Trank gebraut hat, wie viel er eingenommen hat. Ich habe gute Lust, ihm Veritaserum einzuflößen. Hermine? Sagte Harry kleinlaut. Du willst ihm doch helfen und die Sache überleben, oder? Natürlich. Glaubst du allen Ernstes, ich würde ihm Wahrheitsserum untermischen? Du hast auch versucht, ihm deinen Farbtrank ohne sein Wissen... Warum muss eigentlich jeder auf diesen kleinen Fehler rumhacken? Nörgelte sie gereizt. Da habe ich Mist gebaut, das gebe ich zu. Aber ich habe kurz daraufhin seinen Irrwicht in Erfahrung gebracht, den er mir sonst nie freiwillig gezeigt hätte. Also war es doch für etwas gut. In diesem Moment erinnerte sich Harry daran, dass er Hermine dabei beobachtet hatte, wie sie einen bestimmten Gegenstand aus seiner Kiste mitgenommen hatte. Mit diesem Gegenstand hatte sie Severus ganz offensichtlich noch nicht konfrontiert, denn das hätte sie ihm erzählt. Oder er hätte es gemerkt. Sich an etwas Schokolade vergreifend, die in einem Schälchen auf dem Tisch lag, fragte Remus. Warum meinst du, dass er auf deine Hilfe hofft? Es ist doch bereits in der Vergangenheit offensichtlich gewesen, dass er nicht sehr begeistert von deinen Nachforschungen ist. Zunächst nickte Hermine, bevor sie erklärte. Er hat mir sogar gesagt, dass ich endlich aufhören soll, aber an Weihnachten, wo er geglaubt hatte, ich wüsste nun über alles Bescheid, da hat er voller Hoffnung gefragt, ob es eine Heilung geben würde. Es hatte Hermine im Herzen wehgetan, dass sie Severus am ersten Weihnachtsfeiertag nicht bereits die Lösung für sein Problem hatte präsentieren können, wo es doch ersichtlich war, dass er so sehr hoffte, dass er von ihr erwartete, die Hindernisse zu überwinden, an denen er selbst gescheitert war. Sich die Worte nochmals durch den Kopf gehen lassend, sagte Remus im Anschluss. Gut, wenn das so ist, wir können gemeinsam lesen und uns Gedanken darüber machen, was mit Severus geschehen sein könnte und welche Wege man einschlagen müsste, um ihm wieder etwas Lebensqualität zurückzugeben. Trotzdem wirst du... Er schaute Hermine an. ...in Erfahrung bringen müssen, was er getan hat, denn sonst wäre alles umsonst. Ich werde ihn fragen, gab sie knapp wieder. Harry stutzte, bevor er sagte, er wird aber nicht antworten? Das ist mir egal. Er soll ruhig wissen, mit was ich mich beschäftige. Mit was wir uns beschäftigen. Vielleicht rutscht ihm ja versehentlich etwas raus. Hermine lächelte verschmitzt. Doch sie musste sich sehr anstrengen, das Lächeln zu halten. Die Chance, dass er versehentlich etwas ausplaudern könnte, war äußerst gering. Sie müsste ganz andere Seiten aufziehen. Ach! Das meinst du damit, dass du ihn provozieren musst, damit du etwas herausbekommst? Sagte Harry. Da pass bitte auf, Mine. Ich möchte nicht, dass er den Spieß umdreht und du unter Beschuss gerätst. Ich bin mir darüber im Klaren, sagte Hermine, dass ich nicht nur austeilen darf, sondern auch einstecken können muss. Sich einmal auf die Schenkel klopfend, schlug Remus vor. Dann lesen wir noch ein wenig. Wer gibt mir einen kurzen Überblick über das, was ich bisher verpasst habe? Das kann Harry machen, kommentierte Hermine. Warum ich? Damit ich sehen kann, inwiefern du alles begriffen hast, erklärte sie nickend, während sie ihm einmal zuzwinkerte. Harry verzog das Gesicht. Ich komme mir vor wie in der Schule. Darauf eingehend, sagte Remus scherzend. Und ich bin dein Lehrer und fordere eine Nacherzählung. Murmelnd gestand Harry, das habe ich früher auch immer am meisten gehasst. Einen Moment lang war Harry in sich gegangen, bevor er wiedergab. Am Anfang wurde nur der Unterschied zwischen Leib und Seele beschrieben. Die Seele wird in dem Buch wirklich als eigenständiger Bestandteil eines Menschen bezeichnet, der auch separat behandelt werden kann. Bevor du gekommen bist, habe ich Hermine um eine Pause gebeten, weil mir einige Dinge nicht ganz klar waren. Er blickte Hermine an und sagte, was auch der Grund ist, warum du es besser wiederholen solltest, dann kann ich meine Fragen stellen, sofern sie mir wieder einfallen. Nun gut, es wurde kurz das Thema Psychostasie aus dem alten Ägypten angeschnitten.
das Wiegen des Herzens eines Toten, dessen Gewicht auch gleichzeitig das der Seele darstellen soll. Mal davon abgesehen, dass modernere Experimente von Muggeln auf dem wissenschaftlichen Gebiet der Psychotasie wirklich verblüffende Resultate erzielt hatten, war den Heilern von damals allein die Idee einleuchtend, dass die Seele eigenständig existieren muss und sie nicht zwingend mit dem Körper verbunden ist. Was unter anderem... Hermine, holst du zwischendurch auch mal Luft? Fragte Harry erstaunt, womit er sie völlig aus dem Konzept gebracht hatte. Ein nicht ernst gemeinter, böser Blick sollte ihn strafen, bevor sie fortfuhr. Was unter anderem dadurch untermauert werden kann, dass Menschen, deren Hülle von einem Dementor ausgesaugt worden war, weiterhin in ihrer menschlichen Hülle leben können, jedoch nichts mehr empfinden. Remus nickte. Deswegen, und auch weil Severus es dir gesagt hat, glaubst du, dass er noch einen Teil seiner Seele besitzt? Richtig, denn er ist ja nicht gänzlich ohne Gefühle. Sonst hätten ihn bestimmte Umstände nicht so sehr belastet. Also hat er noch einen lebendigen Teil in sich. Mit dem müssen wir arbeiten. Schon korrekt, Hermine, begann Harry nachdenklich. Aber wie stellst du dir das vor? Wir werden erst einmal zusammen das Buch lesen. Vielleicht bekommt einer von uns dabei irgendeine Idee. Dann werde ich dem Drang auf den Grund gehen. Natürlich zunächst auf theoretischer Basis. Vielleicht brauche ich ihn auch mal... Sie hielt beschwichtigend eine Hand in die Höhe, weil Remus bereits unterbrechen wollte. Ich werde ihn sogar sehr wahrscheinlich brauen. Aber natürlich nicht anwenden. Ich muss jedoch wissen, wie die verwendeten Zutaten aufeinander reagieren. Es gibt Dinge... Die kann man in der Theorie nicht sehr genau festmachen. Außerdem halte ich es für wichtig, alles, wirklich alles, über die Zutaten in Erfahrung zu bringen. Remus anblickend rief sie sich ins Gedächtnis, dass er ihr vorgeschlagen hatte, Recherche für sie zu betreiben. Es fiel ihr nicht schwer, ihm vorzuschlagen. Du, Remus, könntest zum Beispiel nachforschen, für welche anderen Tränke diese verwendeten Pflanzen noch benutzt werden, damit ich deren Wirkung und vor allem Wechselwirkung besser bestimmen kann. Ich will nicht nur jede der Zutaten in ihre einzelnen Bestandteile zerpflücken, ich will alles über sie erfahren, angefangen von ihrem Wachstumsprozess bis hin zu der Information, wie viele Vegetationsperioden sie überleben. Ich will wissen, welche Öle in der Pflanze enthalten sind und ich muss alles über die vorhandenen Pflanzenstoffe wissen, Alkaloide und so weiter. Kein Problem, stimmte Remus lediglich zu. Harry schien überaus froh zu sein, dass Remus diese sehr umfangreich klingende Aufgabe erledigt bekommen hatte, doch als er Hermine anblickte, die nun ihn eindringlich ansah, da machte er sich auf etwas gefasst. Du, Harry, er hörte aufmerksam zu, wirst alles über jene Zutaten in Erfahrung bringen, die nicht von Pflanzen stammen. Alles Tierische und die ganzen Mineralien. Der Trank ist ja nicht gerade einfach herzustellen. Leise murmelnd, weil sie daran dachte, in welcher Zeit Severus den Trank gebaut haben musste, fügte sie hinzu. Für nur 7 Wochen nicht schlecht. Herrje, sagte Harry seufzend. Und ich dachte damals schon, der Vielsafttrank wäre kompliziert herzustellen. Blödsinn. Der Vielsafttrank ist im Vergleich zu diesem Seelentrank nun wirklich Kinderkram, winkte Hermine ab. Wie heißt der Trank überhaupt? Fragte Harry und auch Remus wartete gespannt auf eine Antwort. Er heißt Lacus Aeterna, aber frag mich nicht, warum man ihn der ewige See genannt hat. Soweit zu unserer heutigen Episode von Harry Potter und die Schatten der Vergangenheit. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und natürlich auch ein Abo, damit du keine Folge mehr verpasst.